Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Appstorfer Heide im LS19 zusammen mit dem Philipp, einen wunderschönen. Hallo! So, bei mir geht's weiter mit dem Ansehen. Wir sind in der letzten Folge nicht gerade fertig geworden, aber fast heute von ein Stück stehen lassen. Na, kann sein, muss ich nochmal nachgucken dann. Philipp hat tatsächlich sich jetzt an die Felder rangemacht. An die Felder. An unsere Wiese Nummer, war es die 81 oder 80? Ich weiß jetzt gerade gar nicht. 81. Die 80 ist noch nicht reif. Weil die, oh warte, ich muss. So. Weil, waren jetzt die Lastenballen oder? Dementsprechend, was halt mehr gibt, würde ich sagen. Wäre so meine. Momentan sparen wir auf Kühe hin, Flo. Wenn wir mehr Kühe machen können. Stimmt. Haben wir ausgemacht. Aber ist halt die Frage, wie lange das halt mehr wobei? Heu, wir haben kein Seasons mehr drauf, Flo. Ja, nee. Ich war jetzt der Meinung, wann wir Kühe kaufen werden, in welcher Abs. Ja, der nächste würde ich sagen. Also wir haben ja noch ein bisschen welche haben wir ja noch in unserem Lager hinten, die wo wir vom letzten Mal von unserer Wiese Nummer 80 reingepackt 80. haben. Ja, dann würde ich Heu machen, weil Heu haben wir noch keins. Ja, also wir haben Stroh, wir haben Silage und Heu haben wir nicht. Ja. Gut, dann machen wir Heu. Haben wir einen Winter? Ja, normalerweise haben wir alles, Mähausrüstung und so weiter haben wir normalerweise alles gleich mitgekauft. Ich weiß gar nicht, haben wir den Krone? Ah ja, stimmt, wir haben den einen Krone da. Ich weiß das eigentlich nicht. Doch, ja, wir haben den einen Krone, weil der... Nix. Paris? Nix. Okay. Das ist der eine, der wohl so komplett lenkt hinten. Der komplett eine Achse. Ja, genau. Und bei dem, wo man ja auch so schräg stellen kann, glaube ich, oder? Das ist ein anderer. Paris? Das war ein anderer normalerweise. Ich weiß es nicht. Ob das bei dem auch geht, aber wo man schräg stellen kann, war es ein anderer. Mal kurz noch dann gleich, wenn wir die Bahn fahren. Achso, okay, dann. Hat sich das geklärt mit. Ja, wobei wir können eigentlich. Hast du das Licht eigentlich schon an? Momentan noch nicht, aber es wird langsam duschtrick hier. Ich glaube, eine Viertelstunde dauert es noch, dann ist dunkel. Kann gut sein. Okay, wie schnell ist ein Mini unterwegs? Jetzt gucke ich kurz noch, weil das sieht mich jetzt doch. Was hast du denn mein Wender, oder? Mhm. Oh. Wir waren komplett falsch. Wir haben eine Quenneland. Hä? Eine Krone Schwader haben wir. Ein Schwadro 900. Oh! Deine Krone haben wir dann woanders noch. Auf so schnell kann man sich täuschen. Ja. Naja. Ah ja, stimmt, wir haben den. War was? Nee. Nee. Das Problem ist halt, nicht mal die Farben schauen sich ähnlich. Wenn er jetzt noch was? Grün gewesen, nicht mal die Farben schauen sich ähnlich. Wenn er jetzt noch grün gewesen wäre, unser, dann hätte man noch sagen können, ja okay, man hat kurz drauf geguckt und er war grün und dachte man Krone. Aber er ist rot. Ja. Problematisch. Oh, da kann ich mal wunderbar zurückschieben. So. Oh, nicht an Stein ranfahren, das ist ein bisschen unangenehm, weil da war Nigelnagel. Diese Maschine ist Nigelnagelneu, da werde ich schon wieder geschlagen. Was? Nein, ich schlag Flo nicht! Der behauptet. Jetzt hör mal auf! Was denn? Hab nichts gefragt. Ich schlag Flo nochmal, was? Okay. Also wird jetzt echt langsam schnell hier dunkel, muss man sagen, also. Es wird echt langsam schnell dunkel. Flow? Ja. Deutsch wäre gut. Es wird echt langsam schnell. Oh. Dann haben wir das auch geklärt. Jo.
Doch, Flo, eins haben die beiden gemeinsam. Der Schwader und der Bender. Die Zapfwelle ist gelb. Oh mein Gott! Und sie haben eine 3-Punkt-Aufnahme. Sie sind sogar zwei Sachen. Wieso ich sage, ich mein Ding jetzt vorne unten? Ich fahr die ganze. Das hatte keiner gemerkt, dass ich dauerhaft mit runtergelassenem Dreieck vorne fahre. Ich hab's halt selber nicht mal gemerkt, wobei eigentlich vorne über der rote Punkt bzw. die rote Spitze, die wo über der Schnauze vom Steuer auftauchen müsste, eigentlich schon gefehlt haben sollte, aber ich hab's einfach nicht gesehen. Profi! Deswegen ging das ja, jetzt geht's auch schneller, deswegen ging es vorher so langsam, weil er vorhin in der Luft war. Ah. Oh Mann. So, warte mal, wir gucken, wie schon jetzt der Boden aus hier. Bei der Boden ist immer noch der gleiche. Ertrag ist ganz so geil, wieso? Was ist eigentlich mit der 2? Achso, ich. Ne, Stickstoff. Die ist doch angesehen, wieso kann ich die nicht besichtigen? Ich mach mal das Licht an, es ist echt saudunkel geworden. Hätte ich jetzt zwar nicht mitgekriegt, wenn man der abgestorben ist, aber gut. Fahr mal zu. Dann muss man dafür wieder. Nee, ach doch, das kannst du haben, wenn man da auf dem Feld stehen muss. Also ich muss sagen, momentan ist der Ertrag, weil der Ertrag ist ein Implication Farming Ertrag, heißt eigentlich das, was vom Feld runterkommt. Ja. Ist im gelb-orangen Bereich, also bei 65-70%. Oha, Flo. Ich weiß nicht, an was es schaltet. Auf der Wiese ist der pH-Wert noch okay. 6000 von 6500 und Stickstoff ist schlecht. 0 von 180 kg pro Hektar. Oh, ich sieh's. Ich weiß nicht, dass sie so schnell kommt, aber gut. Also mir ist jetzt bis dahin. Alter, das ist nicht, ob das Heu ist oder doch Gras. Was denn? Hier. Das ist noch so dunkelgrün. Guck ich mir gleich an. Warten Sie einen Moment. Aber das Ding ist halt, entweder müssen wir hier nochmal Kalk draufhauen, was ich jetzt eigentlich nicht vermuten würde. pH ist Kalk, Stickstoff ist Dünger. Okay, das war. So haben wir sie zu spät eingelenkt. Weil normalerweise. Also im Prinzip Dünger sind wir ja, glaube ich, ganz gut, soweit ich geguckt habe. Nee, pH ist hier auf der Wiese okay. Nee, ich meine hier bei mir beim Feld. Achso, keine Ahnung. Weil dann wird damit ertragen über 70% oder so. Außer das ist, weil ich gerade am Ansehen bin. Das kann ich natürlich auch haben. Also jetzt echt. Machen wir mal ein bisschen Festtagsbeleuchtung hier an. Ah, sind wir schon gleich mehr. Also ist jetzt echt schnell gedunkelt geworden hier. So, dann haben wir mal durchgesagt. Dann passt das auch. So, irgendwo geht's hier doch in die Bahn rein. Ja. Ich bin hier mit dem Deutzer Menzen. Der ist immer halb am Absterben. In den Kurven. In den Kurven? Wieso, ja. Wieso in den Kurven? Das weißt du nicht. Ah, jetzt ist die zwar auf. Also dieser Stickstoff. Also Stickstoff sind wir. Oh. Und weil Stickstoff ist. Stickstoff ist auch der Dünger, oder? Auch ein bisschen. Ja, Stickstoff ist Dünger, ne? Stickstoff ist Dünger. Okay, vielleicht müssen wir da tatsächlich noch ein bisschen drüber düngen, weil. Die ist jetzt hier. Düngst doch schon gleich mit der Seemaschine. Ja, das schon, aber. Alter, ich bin permanent am Driften. Ja, mit dem Stolz hier, ne? Später dann erst. Kannst du doch keinem erzählen. PH, ja, da können wir hier auch noch mal ein bisschen was draufballern, ne? Weil das so in der Mitte und im Blauen ist, glaube ich, gut.
Aber wir haben halt auch schon mal Kalk drauf, Cody. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt nochmal geht. Weil ansonsten müssen wir da echt nochmal Kalk drauf haben. Und Dünger. Also ich sehe jetzt erstmal fertig an. Und dann sieht man sehr, wie es ausschaut, weil ich dünge hier einmal nochmal mit. Aber. Hast du gewusst, dass wir ein Feldrandsilo haben oder so ein Feldsilo halt? Ja, habe ich gewusst. Das, wo so am Boden liegt, nur. Oder beziehungsweise keine Seiten drin hat. Ja, doch, habe ich gewusst. Bin ich schon mal durchgefahren. Frag mich nicht warum, aber ich bin auch schon mal durchgefahren. Ich bin auch schon gerade durchgefahren. Also pH, also da können wir auf jeden Fall noch was draufhauen. Wait. Müssen wir? Das ist halt die... Oh, ist da gerade umgefallen? Egal. Das ist halt die Frage. Müssen wir jetzt tatsächlich jetzt gleich dann nochmal Bodenproben nehmen? Ich würde jetzt einfach mal nochmal schnell welche nehmen. Das ist noch nicht gewachsen, das heißt, ja. Das kannst du schnell machen, gleich auf dem anderen, auf unserem anderen Acker drüben. Okay. Ich bin jetzt gerade am... Ich hab gerade den Schwader. Achso. Angelegt. Achso, ja, ja, da ist der Schwader schnell zu Ende, alles gut. Mit dem Deutz. Ich dachte gerade, du bist... Deutz. Oh. Bin gerade dabei zu schauen, dass wir unser Heu wieder heimkriegen. Warte mal, Dingenzimmer hier. Unkraut. Also sind einfach auf jedem Feld fast Unkraut drauf, bis auf unseren. Und noch ein paar anderen, weil die einfach, glaube ich, noch nicht angesetzt sind. Davon. Wir haben aber auch sehr spät angefangen zu. Oh, Alter! Wie viele Erntemüsen gibt's denn hier? Holy shit. Was los? Der Reifenabstand vom Schwader ist einfach fast doppelt so breit als wie vom Steier. Wait, what, Steier? Deutz? Vom Tag. Also, ich weiß ja nicht. Deutz natürlich. Ja, schneide ich raus. so. Da ist eine Hauswand und eine Hecke, da wollen wir jetzt nicht unbedingt rein. Oh, ging sogar. Aber ja, okay, der hat Pflegebereifung drauf. Das macht natürlich auch ein bisschen was aus. Aber als ob der so viel breiter ist. Deiz. Oh nee. Ja, doch, das ist wirklich arg viel breiter. Okay. Schauen wir mal ein bisschen aus und sich, da schleudern wir mal ein bisschen was von Fahrzeug und das sehen wir schon die Seen, ne? Die gute Yakubi. Ne, Yukari. Glaube ich. Warte, da kann ich ja jetzt mal nachgucken, das haben wir jetzt tatsächlich auch noch nicht gemacht, aber wir sollen in der Folge. Und zwar von wo kann ich nicht aussprechen. Diese Marke halt eben herkommt. Ja, ich setze nochmal eine neue Bahn an. Und jetzt kriegen wir hier Probleme. Was ist? Ich guck gerade nach, von wo diese Yukari Marke herkommt, wo wir eine Sämaschine haben. Achso. So, da können wir kurz auf 14 hochschalten, so. Ich hoffe, das ist jetzt Heu, weil das schaut nicht danach aus. Schaut eher nach Gras aus. Ich war das einfach mal zusammen. Ja, wir merken es dann eh früher oder später. Ja.
Oh, Ende der Bahn. Erreicht. Knapp aber wie. Oh, vorletzte, ja, nicht ganz vorletzte, aber fast vorletzte Bahn. Wunderbar. Passt. So, warte mal. Sehr mich. Ah doch, die gibt's in echt. Ja, ja, das hab ich doch gewusst. Ah, die baut auch Forschmaschinen. Mhm. Und wir sind schon wieder am Ende der Bahn. Nö. Stirbt er wieder ab? Jo. Gut. Da waren Stellen. So, ja, passt. Ah, Finnland! Hat zwar jetzt ewig gedauert, weil Google immer gesagt hat, was willst du suchen, dann mir irgendeine Bilder angezeigt, was ich nicht haben wollte. Aus Finnland kommt das ganze Teil. Ah. Also, haben komplett andere Dinge, wo wir eigentlich gedacht haben. Wir haben eher so gedacht, so, Amerika, England oder so. Ja, sowas. Aber nee, auf Finnland. Oh, wir haben noch, also es wird auf alle Fälle noch ein Strohballen rauskommen. Ja, okay, das ist ja nicht so schlimm. Was wird jetzt eigentlich angezeigt? 90% Stroh drin. Wie Soy, oder? Nee, ich weiß es noch nicht. Gras. Oh. Weißes Gras. Also. Stärken wir meinen Johnny ein. Ja, warten Sie einen Moment, ich eben. Also für mich ist der Feind heute Koi. Ja, aber komm. Steig mal ganz kurz jetzt nochmal aus. Ja. Das hat die Vorderwelle, also für mich ist das eindeutig Heu. Ja. Ja. Bist du mit dem Wender drüber gefahren? Ja! Aber ab von unserem Kreis. Schwierig. Soll ich jetzt schon bis morgen warten, oder? Also, ich würde mal schon sagen, weil es bringt uns jetzt eigentlich nichts. Wir sind vorn vor Gras zu pressen. Meiner Meinung nach, Steier. Jetzt hat. Da hören wir alle wieder Steier kackt ab. Was? Ja, hat halt wirklich. Mein Sonny ist bis jetzt noch kein einziger Messer abgekackt. Was war da meine Aktion mit dem Zaun? Das war was anderes! Da hat er dich abgekackt!
sondern um schlafen gegangen. Achso. So, da sieht man wieder, wie faul Johnny ist, was? Nein, gar nicht wahr! Aber ja, also, wir können halt... Es lag an den Reifen, da waren neue Schlüppen drauf und die waren noch so weich. Ja. Da war alles rutschig unten. Aber ich weiß ja jetzt echt nicht... Nee, kann ich nicht sagen. Also, wir können jetzt echt gerne auf morgen warten. Und, ich bin in 10 fertig. Was machen wir dann jetzt? Ja, ich würde nochmal Boden proben. Bist du fertig mit 10? Ja, ich bin gerade fertig geworden. Aber wir nehmen nochmal schnell Bodenproben, weil mir das jetzt interessiert. Reicht auch jetzt bloß für die Schnelle, bloß kurz eine nehmen, aber... Da klappen die mal ein. Mir interessiert es halt jetzt echt, ob wir das jetzt dann sehen. Beziehungsweise ob es jetzt ein besserer Ertrag ist und so weiter, oder ob wir da halt echt nochmal drüber kalken müssen und so weiter. Also muss ich nur irgendwie hinfahren, dass ich jetzt, wenn er rausfahren will, das nicht blockiere. Ja doch, so dürfte er schon rauskommen. Schau, ich schreibe im Moment zu. Wir gucken nochmal kurz nach. Ne, sieht immer noch so aus. Ja. Knapp war's, sagen wir so. So. Da würde ich auch mal wieder sauber hier. Ich muss sagen, bis dato hat es sich gut bewährt, also. Steigung muss zwar in manchen Steigungen ein bisschen ziehen, aber. Ich schick die Bodenprobe hier von dem Eck mal ab, okay? Ja, mach das. Wir sehen ja sowieso, ob es irgendwas geändert hat dann. Bodenproben entnehmen. Ich hab's jetzt entnommen. Naja, schick sie mal. Schick sie mal ab. Okay. Ich hab's gerade gesehen, wenn wir Minus gemacht haben. Boah, Alter. Wie viel 100 Euro kosten Kraftstoff? Wie viel 100 Euro kosten Kraftstoff? Also bei mir stand der Bodenanalyse. Weiß nicht, was bei mir stand der Kraftstoff. Okay. Jetzt hat sich nichts geändert, aber ich weiß nicht warum. Wieso sehen wir die 2 überhaupt nicht mehr? Muss ich da drauf laufen? Ja. Was ist? Wenn ich jetzt ins Menü reingehe, dann sehe ich halt eben die 2 nicht mehr, was da drauf ist. Stickstoff ist schlecht. pH-Wert ist okay. Also müssen da halt echt nochmal. Da ist er perfekt. pH-Wert würde ich sogar lassen. pH-Wert ist wirklich im grünen Bereich. Also Stickstoff. Aber bei den Wiesen muss unbedingt Dünger. Stickstoff ist ganz okay. Das steht dran, könnte man noch ein bisschen mehr. pH ist Kalk. pH ist Kalk. Ja, okay, das heißt, Feld 2 bräuchte nochmal Kalken. Weil da ist einfach nur. Ah, ne, wobei. Bei mir nicht. Unbedingt. Was ist bei dir. Was ist bei dir dran? Also bei mir ist es so im Mischmaschbüchchen zwischen 6,25 und 6,00. Ja, okay, so ist bei mir auch. Ja, das ist okay. Das ist okay. Das ist nicht unbedingt nötig. Bei mir steht, ja, also Stickstoff steht. Der nächsten Ernte reicht, wenn wir da nochmal drüber gehen. Sagen wir es so. Ja, Stickstoff steht auf jeden Fall dran, ist schlecht. Stickstoff ist. Aber bei der 81 und der 80 müssen wir unbedingt Stickstoff draufballern. Die sind bei mir wirklich dunkelrot, die sind bei mir null. Bodenfahren. Was, die Wiesen? Mm.
Ja, die Wiesen schauen echt. Oh. pH geht sogar. pH ist gut. Mehr oder weniger. Ja, pH geht bei denen, aber. Also pH reicht, wenn wir das nächste Mal alle nochmal machen. Ja, aber Stickstoff ist halt komplett im Arsch. Sagen wir mal, wie es ist. Ja. Also wir lassen es jetzt mal alles so hier. Wir brauchen Kühe, Flo. Mhm. Aber Kühe sind halt echt nicht so das Billige, ne? Wie viel kostet denn so eine Kuh? Eine 2500, also es würde gehen. Ich wollte gerade fast das Haus sagen. Buddies? Nix. Ich war nicht gemeint, also alles gut. Oder vielleicht ich wollte gerade fast zu Kuhs auch sagen. Ach, oh. Das ist unangenehm. Boah, das war gerade knapp. Packt man denn die jetzt hin? Sollen wir schlafen? Ne, warte, ich muss erstmal nochmal die Sämaschinen kommen. Wie viele Kühe bekommen wir überhaupt in unseren Stall rein? Keine Ahnung. Oh Gott, das war schon mal. Ich sollte vielleicht auch dahin. Geht da doch nirgends dran. Auf dem Bildschirm gucken, wo ich fahren will. Soll ich mal eine kaufen? Wenn ich so gut wäre, dann. Ja, nee. Wobei, wir haben keinen Seasons mit drauf, aber die wird's überleben. Ja, der Platz, hat die Platz. So. Eieiei. So geht. Hab ich grad? Ja, doch, Tor geht zu, wunderbar. Also, meinetwegen, du kannst gerne eine kaufen, ich habe nichts dagegen. Wenn ich wüsste, wo man die kauft. Wenn man sie überhaupt, ne, wobei doch, man müsste ja schon gekauft können. Aber ist das überhaupt der Kuhstall hier? Ja, ne, normalerweise schon. Wenn ich wüsste, wo man die kauft. Ist ein schicker. Ja. Naja. Ich will jetzt auf jeden Fall nochmal die Sämaschine, aber vielleicht haben wir es ja bis zur nächsten Folge gefunden, wo es der Trigger, der gesuchte ist, denn wir sind für die heutige Folge auch schon wieder fertig, liebe Leute. Jetzt kommt natürlich die Abendmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und kostet auch keinen Cent. Unten in den roten Knopf, graf hier empfangen, digital. Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Das war's von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der App Store für Heide im Elysium zusammen mit Philipp und bis dahin macht es gut, haut rein und ciao ciao. Ach hier.